Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Brot- und Spielebox von Haze. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Brot und Spiele von Haze, das Ganze am 13. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, so sieht das aus. Wir haben hier eine recht flache Box, quadratisch. Es ist so eine klassische Vinylbox. Wir werden mal die Folie abmachen. Und das Ganze dann mal im Detail ansehen. So, also wir haben hier eine Box in einer sehr interessanten Optik. Und zwar ist das Boxdesign wie ein Bilderrahmen, beziehungsweise wie ein Bild samt Bilderrahmen. In der Mitte haben wir ein kleines Bild, dann rundherum eine rote Fläche und dann einen goldenen Bilderrahmen. Sieht echt so aus, als könnte man den irgendwie an die Wand hängen. Also rein von der Optik her, das ist echt überzeugend. Und in der Mitte haben wir ein kleines Foto. Es sieht nach etwas älterem Foto aus. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier in der Mitte den kleinen Haze sehen. Also ein Kindheitsfoto. Eventuell, was lesen wir hier? Schwer zu lesen. Also für mich sieht das aus wie Funny, F-A-N-N-Y, was hier oben steht. Eventuell ein Lokal, ein Restaurant. Diese Goldrahmenoptik zieht sich hier durch und auf der Rückseite tatsächlich haben wir dann auch noch das Ganze in dieser Rahmenoptik. Wir haben hier oben sogar diesen Anhänger, also diesen Metallbügel, wo man das Bild dann aufhängen kann, mit reingemacht. Sehr nett. Dann haben wir hier einmal die Tracklist, 16 Stück an der Zahl. Wir haben hier Features mit dabei und zwar 3 Stück. Wir haben ein Feature von Cashmo. Dann haben wir ein Feature von Shara und dann haben wir noch ein Feature von Easy Ono. So, der Inhalt der Box. Limited Vinyl Edition beinhaltet 2 LP Album, Haze Shirt Classic 2011 Größe L, doppelseitiges 1 Poster, Album inklusive Instrumental CD als Digipack, 24-seitiges Artbook. Dann haben wir noch die Beteiligten, das Ganze über Alte Schule Records erschienen und natürlich den Barcode. So, dann schauen wir mal hinein, von innen in weiß. Als erstes haben wir einmal das Shirt. Dann haben wir das Album im Digipack. Ein Poster. Das Artbook, das echt einiges wiegt. Und als letzten Boxinhalt, wenn er rauskommt, haben wir dann hier noch die Vinyl. Jawohl. So, also die Box von innen weiß. Packen wir mal zur Seite. Und dann kann es auch schon losgehen. So, das Shirt noch in Folie. Ansonsten nichts. Okay, ja, es ist tatsächlich nur das Shirt in Folie. Dann holen wir das mal raus. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich, aber nicht mit der Album-CD, sondern mit der Album-Vinyl. Jawohl. So, wir haben hier eine weiße Vinyl, eine Doppel-Vinyl. Hier oben haben wir einmal den Hasenkopf, das Logo von Haze inklusive Schriftzug. Dann lesen wir hier Brot und Spiele. Wobei das Unzeichen hier selbst aussieht wie ein B. Und als hätte das hier jemand mit blutigen Fingern gemalt. Alte Schule. Auf der Seite lesen wir nichts. Hier ist alles in weiß. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmals die Tracklist. Die kennen wir schon von der Box. Okay. Hier gibt es keinen Barcode. Warum? Die Vinyl, die Doppelvinyl gibt es tatsächlich nur in der Box.
Also die kann man rein so nicht erwerben. Ja, was haben wir hier? Also scheinbar eine Widmung, beziehungsweise so einleitende Worte. Kann man hier natürlich sich kurz das Video anhalten und durchlesen. Dann haben wir hier noch die Credits zum Album. Und dann schauen wir mal hinein. So, Nummer 1 kommt hier in einer weißen Hülle, Alte Schule Records, lesen wir hier, Rückseite blank. Die Vinyl ist klassisch in schwarz gehalten. Wir haben hier 4 Tracks auf der A-Seite, die allerdings hier gar nicht als A-Seite nummeriert oder beschriftet ist, sondern wir haben hier tatsächlich ein H und auf der Rückseite ein A. Also ich gehe mal stark davon aus, dass die andere Vinyl dann mit Z und E weitergeht. Ja, etwas verwirrend, dass natürlich die A-Seite hier dann die vermeintliche B-Seite ist. Aber ja, nette Detailarbeit an dieser Stelle. Vinyl Nummer 1. Und dann haben wir Vinyl Nummer 2. Auch hier wieder gebrandet, in diesem Fall mit Haze-Logo. Ja, wie zu erwarten war, die C-Seite dann mit Z und die D-Seite mit E. Also alle 16 Tracks des Albums hier drauf. Dann schauen wir nochmal kurz hinein, ob es hier noch mehr gibt, aber ich gehe mal davon aus, nachdem wir das Album auf CD haben, dass wir hier keinen Download-Code oder sowas noch vorfinden. Nein, hier ist nichts mehr drin, okay. Dann packen wir die Vinyl mal zur Seite und kommen als nächstes zur CD Brot und Spiele. Also 1:1 wie auch die Vinyl designed. Allerdings hier auf der Seite was zu lesen. Und zwar haben wir einmal das Brot und Spiele Logo, Haze Schriftzug und dann hier noch eine Nummer. Und auch hier wieder Tracklist. Hier gibt es sogar einen Barcode. Warum? Klar, das Album gibt es auch regulär zu kaufen. So, was haben wir hier? Auch wieder die Credits zum Album, okay. Das Ganze geht dann hier auf. In der Mitte haben wir wieder diese Widmung, diesen Text, den wir auch bei der Vinyl hatten. Dann haben wir hier links einmal ein Foto einer vollgesprühten Wand. Und hier hängt sogar auf dieser Wand der Bilderrahmen, eventuell ja die Box. Hier dann Haze zu sehen. Dann schauen wir mal hier rein. Also wir haben in der linken Stecktasche eine CD. Und zwar haben wir hier die Album-CD. So sieht die aus. Nummer 1. Und wir haben noch eine zweite CD auf der rechten Seite. So. Und das sind die Instrumentals. Also Album-CD und Instrumentals hier mit dabei. Auch die verstauen wir wieder. Booklet gibt es in dem Fall nicht. Wie gesagt, wir haben hier nur diesen Text. Und dann haben wir hier noch die Credits. Also die wichtigsten Angaben sind hier in dem Digipack mit eingearbeitet. Deshalb kein eigenes Booklet. Beziehungsweise... Nein. Aber dafür haben wir auch noch das Artbook. So, dann kommen wir als nächstes mal zum Shirt. Wir haben hier ein Shirt in schwarz. Mit weißem Aufdruck auf der Brust. Hier lesen wir Haze 76. Also ich glaube, es war tatsächlich so der erste Entwurf oder der erste Schriftzug, den Haze damals verwendet hat. Mittlerweile ja eben dieser hier im Einsatz. Und ursprünglich war es der hier. Auf der Rückseite haben wir einen kleinen Neckprint. Und zwar hier das Logo von Alte Schule Records. Und bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem Fruit of the Loom Original in der Größe L, 100% Baumwolle. Größe L war übrigens für alle, also man konnte keine Größe auswählen so. Und wir haben es hier zu tun mit, wo haben wir es? Made in Marokko. Grüße gehen raus. Dann packen wir das Shirt wieder zusammen und schauen uns den nächsten Inhalt an. Und zwar haben wir ein Poster. So, klappen wir mal auf. Okay, auf der einen Seite haben wir das Foto, das wir schon
aus dem Booklet kennen. So sieht das aus. Die vollgesprühte Wand, in der Mitte dann das Bild und hier dann wieder das Logo Alte Schule Records. Und auf der Rückseite haben wir dann diesmal im Hochformat. Hier unten gibt es auch wieder das Logo. Und dann haben wir hier riesengroß abgebildet den Interpreten am Rauchen. Also Hayes hier, wie man ihn kennt. Wunderbar, bedeutet doppelseitiges Poster, einmal bedruckt im Hochformat und auf der anderen Seite im Querformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier etwas, was ich echt so gut wie noch nie gesehen habe. Also sowas gibt es echt sehr selten, speziell bei Vinyls. Und zwar haben wir hier ein Artbook mit Lyrics und Fotografien. Hier nochmal die gesamte Tracklist, allerdings ohne Nummerierung. Und dann schauen wir mal hinein. So, wir haben hier Fotos. Seite H. Okay. Dann haben wir die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Wunderbar. Also hier ist wirklich jeder Track Wort für Wort erfasst. Wir haben dann hier unten auch noch eine Durchnummerierung. Also eine Seitenanzahl wurde hier durchnummeriert. So sieht das aus. Also wirklich so handschriftlich. Text für Text hier mit reingepackt. Dann haben wir ein Foto, in diesem Fall Onkel Cashmo. So, dann geht es hier weiter mit Seite A, also die Tracks, die dann eben auf der nächsten Vinylseite waren. Also ihr seht selbst jede Menge Text und natürlich auch ein paar Fotos. Hier wurden sogar teilweise Zeilen weggestrichen bzw. korrigiert. Jawohl. Okay. Zum Abschluss nochmal ein großes Foto von Hayes. Und weitere Texte. So sieht das aus. Ja, das war's. Hier zum Abschluss dann noch die Credits zu den einzelnen Tracks. Und, das hatten wir bei den vorigen nicht dabei, eine umfangreiche Danksagung. So, dann zum Abschluss nochmal das Bild. Jawohl. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Artbook. Mit allen Lyrics und den diversen Fotos. Dann haben wir mit dabei die Doppelvinyl. Zwei Vinyls hier. HAZ und E-Seite. Also die Tracks des Albums hier auf diese Doppelvinyl gepackt. Dann haben wir das Album auch nochmal auf CD inklusive Instrumental-CD. Das Poster beidseitig bedruckt. Einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Und natürlich das Shirt hier in Größe L. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Brot und Spiele von Hayes. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hayes unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.